gesagt, ihr sollt mich mitnehmen. Ich habe Mama extra gesagt, dass wir keinen Bock auf dich haben, weil du nervig bist. Wir wollten auch auf den Dann habt ihr Pech. Willst du nicht was anderes machen? Nein. Na, jetzt können wir es sowieso nicht ändern. Will jemand Kekse? Ja, mein Gewehr. Hallo? Was war das denn jetzt gerade? Was? Wollt ihr mich verarschen? Was denn? Ja. Wollen wir jetzt das Head aufschlagen? Danke. Hast du das vergessen? Nein. Ach, Celina, nicht schon wieder. Ich hab das. Hast du noch eine Karte bei? Weiß ich nicht. Soll ich mal gucken? Oh, hey! Okay. Da muss doch irgendwo eine Mühle sein. Ja, schau mal hier nach. Bestimmt hier irgendwo. Moment mal. Aber wir sind... Oh! Ah! Jetzt nach seinem Mühle. Warte mal lieber noch auf die anderen. Auf die anderen? Ah, so. Ach, hier kommt der auch mal. Ja. Also, könntest du ruhig vorgehen? Ja, ich geh mal vor. Hey. Leute, guck doch mal da oben. Was ist denn da? Da ist doch nichts. Komm jetzt. Mensch, Anna, hast du jetzt Halluzination? Komm hoch. Guck mal. Ist das schön, oder? Ja. Da passen wir mit Sicherheit nicht alle rein. Nee. Ey, guck mal, da ist die Treppe. Ja, die ist ganz schön steil. Ja, komplett hoch. Ja. Ey, Anna. Was denn? Wer ist ein Teufel? Habe ich dir doch gesagt, dass da was nicht stimmt. Ja, aber wo ist er jetzt? Ey, kommt ihr mal? Ja. Ja, das ist mir so unheimlich. Ja. Boah, Mann, wir hätten den ruhig mal mitnehmen können. Wir waren doch die ganze Zeit hier. Ja, sicher. Das ist meine Mühle. Warum deine Mühle? Ja, aber ich bin der Mühlengeist, also meine Mühle. Das ist uns doch egal. Hast du schon mal jemanden erschreckt? Ja, in Goldbeck, in einer Schule. Und ihr? Ja, im Schloss. Deine Hütte. Dieselben Mädels mit demselben Problem. Und genau die gleiche, die das Zelt vergessen hat. Tja, aber trotzdem meine Mühle. Okay, ich habe eine Idee. Wer die Mädels am besten erschrecken kann, kann hier in der Mühle wohnen bleiben. Deal. Gut. Keine Tricks. Keine Tricks. Was ist gelb und steht am Fenster? Keine Ahnung. Eine Spanne. Ach Leute, lass mal schlafen. Ich bin thank you.
Weib, ich habe hier noch Mehl. Gut. Du hast die Rolle als Bösewicht, das heißt, du musst Vanya schlagen. Ich will das aber nicht. Das musst du. Ich werde dich damit hoch hinausbringen. Aber du darfst nicht vergessen, du darfst Vanya nicht wirklich schlagen. Ist okay. Er ist ein hochbezahlter Hollywoodstar. Ja, verstehe. Kein Stress mit der Presse. Ist okay. Okay. Vanya? So. Ja, das ist Vanya. Okay. Ach so, lieber. Nicht wirklich schlagen. Ist okay. Nur so tun. Ja. Okay. Und Action! Ah. Emily! Du musst viel näher rangehen! Okay? Okay. Gut. Oh, warum musst du denn so schreien? Oh. Doch. Und bitte. Ah. Emily, noch näher ran! Nochmal! Okay. Näher ran! Okay. Schrei doch nicht gleich. Und bitte. Okay. Ah. Emily! Was hast du gemacht? Du bist gefeuert! Wir haben uns heute hier versammelt, weil Lucia und Vanya den Bund der Ehe eingehen wollen. Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf. Und so hoffen wir, dass sie euch beistehen wird. So frage ich Lucia, wirst du deinen Mann ehren und lieben in guten wie in schlechten Zeiten? So antworte mit: Ja, ich will. Ja, ich will. So frage ich Vanya, wirst du deine Frau ehren und lieben in guten wie in schlechten Zeiten? So antworte mit: Ja, ich will. Nein. Jolene, I'm begging of you, please don't.
spielst du? Das ist echt witzig, also. Oh, warte, was? Das war doch nur Spaß, das war doch nicht so. Hiermit triffst du besser. Danke. Bitte. Action! Gemein! Ey, Mann, Leute! Ich hätte gerade den bescheuertsten Albtraum, den man haben kann. Du, was? Ich auch. Also, mein Traum war sowas von verrückt. Ich meine, ich war Straßenmusikerin und so nach ein paar Liedern war meine Stimme total verzerrt. So mal tief und mal hoch. Ach ja, und ich habe Vanya zum Schluss an sie übergebraten. Bin ich nicht toll. Und bei dir war Vanya auch? Hey, ja, Logo, Albtraum und so. Also, ich finde ja, wir waren am besten. Also, ich fand den Traum am besten, wo ich die Hochzeit manipuliert habe. Also, ich persönlich fand's am besten, wo ich dafür gesorgt habe, dass die Müllerin dem Müller ein Brett vom Kopf haut. Also, ich fand ja, ich war am besten. Habt ihr euch Vanya mal angeguckt? Also, es war so. Er war der Bräutigam und ich die Braut. Also, ich habe ja gesagt und er hat dann einfach nein gesagt. Und dann bist du hingegangen und hast ihn ans Übergezogen. Verdient er auch. Finde ich nicht eine tolle Oma. Aber irgendwie fand ich den letzten Traum auch wirklich gut. Ich meine, alleine hätten wir das nie geschafft. Ja, da hast du wohl recht. Also wohnen wir auch alle in der Mühle, oder? Okay. Aber die obere Etage ist meine. Nein, meine! 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 Also ich gebe mich mit der unteren Etage zufrieden. Okay, wir einigen uns darauf, dass wir sie uns teilen. Eine Hälfte gehört mir, die andere Hälfte gehört dir. Ja, okay. Etage für mich alleine! Kannst du knicken. Ach Mann, nur. Besser aus. Ja, ich nicht.